Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Most Wanted. So, ich werde nochmal in den Tuner-Shop reinschauen, ob es da irgendwas gibt, was wir in den Wagen noch reinbuttern können. Und dann geht's auf zu Izzy. Das wäre nur optisches Zeug. Da haben wir, glaube ich, auch nichts Neues. An Leistung sieht allerdings nicht so aus. Turbo haben wir schon verbaut. Bremsen haben wir auch schon verbaut. Reifen auch noch gesperrt. Nitro geht, glaube ich, auch noch nicht. Nein. Wie sieht's denn mit dem Fahrwerk aus? Nein. Getriebe geht auch noch nicht weiter. Und Motor wahrscheinlich auch nicht. Macht auch gar nicht so viel aus, aber das kann eventuell entscheidend sein. Gut. Ehrlich gesagt, können wir hier vielleicht noch irgendwas Witziges reinbauen? Die sind beide noch gesperrt. Vielleicht einen neuen Spoiler dran. Viper, das sieht eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Das senkt dann auch ein bisschen unser Fahndungslevel. Nehmen wir mal hier mit zwei Einlässen. Und Dachspoiler hauen wir uns auch noch einen rein. So, guck mal. Dann haben wir wieder ordentlich Zeug losgeworden. Vielleicht noch eine neue Lackierung. Jawohl. Dann sehen wir auch hübsch aus. Ach stimmt, die können wir auch noch umändern, die Felgenfarbe. So, und schon haben wir uns wieder auf Level 1 runter geschafft. Ja, Perlschwarz ist doch gut. Ah, nee, können wir nicht. Schade. Ja, ich glaube, dann haben wir's. Ah, genau, die Spezialarmaturen, die wurden sich ja auch mal noch. Oder wurde ja mal gemeint, dass wir da eventuell was reinpacken könnte. Ja. Das sieht mal noch ganz witzig aus. Ja, nehmen wir das mal so. Alles klar. Damit hätten wir den Wagen soweit vorbereitet, denke ich mal. Schauen wir doch mal, was Mädel jetzt zu tun hat. Ein Sprint und ein Rundkurs, okay. Mal was Neues. Ich hoffe, es klappt. Da gibt aber einer an. Mal schauen, was sie drauf hat. So, da oben haben wir dann etwas engere Kurve gleich. Und wenig Platz zum Ausweichen. Machen wir halt mal was kaputt. Ich glaube, wenn wir Glück haben, hält das die halt auch ein bisschen auf. So, wie ich den Eindruck habe. Von daher ist es, glaube ich, gar nicht mal so dumm, das auch ab und zu mal einzusetzen, auch wenn keine Polizei hinter uns her ist. So. Ich glaube, allzu lange scheint das Rennen hier nicht zu gehen. Ach ja, genau. Und hier haben wir wieder schön Platz zum Manövrieren, allerdings auch wieder engere Kurven. Nicht ausbrechen, du Wagen.
haben wir doch einmal kurz die Führung abgeben müssen, sowas. Ja, ich glaube, bei dem ist halt echt gut, wenig zu bremsen und einfach Gas und mal vom Gas runter zu gehen. Das reicht halt, wie ich ja schon mal gesagt habe, meistens schon fast aus. So, die Abkürzung ist ein bisschen zu heikel, deswegen lasse ich das mal, da weiß ich nicht, wo die hingeht. Aber wir kommen ja auch so gut durch. Nicht ausbrechen, Auto. Ja, ich muss mal wieder ein bisschen Nitro zünden, das stimmt. Oha, Mädel, weg. So haben wir nicht gewettet. Mia hat auf mich gewettet, deswegen muss ich das Rennen hier auch gewinnen. Ich hoffe, das siehst du ein. Okay, so lang ist es nicht mehr. Ich darf, glaube ich, echt nicht mehr allzu viel bremsen. Und zack, jawohl, das dürften wir haben. Schön. So, Rennen Nummer 1 gewonnen. Auf geht's zum Rundkurs. Ah, da fährt sonst aber keiner mit. Okay. Na gut, macht ja auch Sinn. Ich meine, es geht ja nur um uns beide, Schnucki. Von daher, nimmst du die Abkürzung? Okay, du nimmst die Abkürzung nicht. Vielleicht hättest du sie genommen, wenn ich sie genommen hätte. Und diese Trittbrettfahrer. Ja, ich merke, der Wagen neigt jetzt hier irgendwie doch ein bisschen mehr dazu auszubrechen. Ich sollte aufpassen. Ich weiß auch gar nicht, wie lang die Strecke jetzt hier ist, weil die... Ja, die Strecke war doch richtig. Ich dachte gerade, ah, du hast hier die Abkürzung genommen, aber musst halt dann dafür hinten ordentlich einlenken nochmal. Obwohl das vielleicht auch gar nicht so dumm ist. Na, willst du dran vorbei? Ändern wir das doch gleich nochmal. Okay, wir ändern es nicht. Jetzt können wir es ändern. Die Abkürzung, ja, ich glaube, die bringt auch nicht so viel. Da brauche ich ja nicht großartig abzubremsen, um in die Kurve hier zu kommen. Okay, ist verhältnismäßig lange. Wie viele Runden sind es denn? 2 Runden. Okay, gut. Dann ist ja okay. Ah ja, hier wieder so eine Kurve. Die war halt mal wieder ein bisschen zu eng. Hat mich dann die Führung gekostet. Dafür war die Kurve ganz schön, aber sie hat sie auch gut genommen, leider. Aua, aua, aua. Ja, zum Glück nur leicht gestreift. Aber ja, das mit dem Kurvigen hier gefällt mir gar nicht mehr so. Da kann ich nicht mehr so viel Gas geben und meinen Geschwindigkeitsvorteil ausspielen. Aha. Du gibst gerade mir zu viel Gas, Mädel. Aber es gibt jetzt nur eine zweite Runde. Aber gut zu wissen, dass ich hier am Ende aufpassen muss, weil da wird es nämlich nicht mehr so angenehm zu fahren mit der Strecke. Wagen. So, vielleicht lohnt es jetzt ja nochmal hier die Abkürzung zu nehmen. Sie nimmt sie nämlich nicht. Oh ja, doch. Wagen, nicht ausbrechen, weiterfahren. Und dann bleiben wir auch Freunde. So, drängen wir dich nochmal ein bisschen ab. Und sollte dann aber auch passen, denke ich. Jawohl. Ich muss halt gucken, dass ich es wieder ein bisschen hier gerade vielleicht ein bisschen Abstand machen kann. Nicht Auto. Nicht Unfälle bauen. Abstand sollst du hier aufbauen. Ja, und ich glaube, ich habe schon wieder die Abkürzung hier verpasst. Die macht sich halt echt bezahlt. So wie das aussieht. Na gut, dafür bist du hier ein bisschen langsamer. Wahrscheinlich zu Recht. Wahrscheinlich ist das gar nicht so gut hier Vollgas durchzuheizen. Ja, ich befürchte, das müssen wir nochmal machen.
Da ich ja weiß, was jetzt noch kommt. In dieser ganzen kurvigen Landschaft. Weiß ich nicht, ob wir da noch allzu viel reißen können. Na gut, du hast es hier abbremsen müssen. Nitro habe ich auch. Das sieht zumindest cool aus. Okay, so geht's natürlich auch. Jetzt bräuchte ich halt wieder Nitro. Hoffen wir, dass sich das jetzt schnell auffüllt. So, hier einfach nur kurz vom Gas runter. Und dann passt es auch. Das habe ich, glaube ich, echt den Eindruck, ist bei dem Wagen effektiver als wirklich zu bremsen. So, beschleunigen wir mal raus. Macht hier die Abkürzung was aus? Ja, leider macht sie was aus. Scheiße. Och Mann. So ein Dreck. Oh, wir schaffen es aber. Puh, das war knapp. Glücklicherweise hast du hier nochmal abgebremst. Gut, abserviert. Okay, dann gucken wir, ob wir ihren Wagen kriegen. Und wir haben neue Sachen freigeschaltet. Sehr gut. Nehmen wir mal mittlere. Okay, Verwarnung und links. Jawohl. Und den Wagen. Sehr gut. Alles klar. Gut, als nächstes wäre Lou Park dran mit einem Mitsubishi Eclipse. Aha. Mautstellen Zeitfahren, wenn wir bei ihm machen. Das ist, glaube ich, ganz witzig. Oder das ging bisher nicht mehr ganz gut. Dieser koreanische Muskelprotz hält sich für einen echten Frauenschwarm, aber das ist nur Show. Angeblich hat er Angst vor den Cops und macht sich bei jedem Rennen die Hose. Außerdem kann er wohl nicht mit der Kupplung umgehen, deshalb ist er ein schlechter Starter. Aber darauf würde ich mich an deiner Stelle nicht verlassen. Oh, du Armer. Na, das ist doch schon mal gut. So, dann wird direkt hier wieder getuned. Mal gucken, was wir in den... Oder? Warte mal. Ich will erstmal gucken, was der andere Wagen bringt. Vielleicht lohnt es sich ja, direkt in den zu investieren. Obwohl ich habe... weiß gar nicht, wie das geldmäßig aussieht. Ich glaube, die Teile werden ja auch relativ teuer im Moment. Oder jetzt demnächst. Von daher... Der ist natürlich deutlich schlechter. Abgesehen vom Handling. Ne gut, dann bleiben wir weiter bei ihm. Ja, der Golf ist... Den kann ich, glaube ich, echt mal mittlerweile verkaufen. Ja. Den braucht doch kein Mensch mehr. Gut, dann wird der weiter getuned. Weil dann doch eine ganz lohnenswerte Sache. Achso, ja. Fortsetzen bitte und freie Fahrt. Und dann wird erstmal Leistung reingebuttert. Dann bin ich mal gespannt, was wir noch alles an Rennen hier machen müssen.
denke, ein, zwei kriegen wir noch hin. Obwohl, je nachdem, wie lange ich es hier noch austobe. Erstmal Leistung und dann schauen wir weiter. Juhu, endlich mal einen neuen Motor. Na gut, wir haben auch Kohle bis zum Abwinken gerade. So. Dann haben wir da schon mal was Neues. Gut, Getriebe gibt es nichts Neues, leider. War es das schon? Ja. Okay. Aber wir können ja mal gucken, ob wir noch was Karosserie-Kits oder irgendwas machen können. Sonst nichts Neues hier. Nein. Motorhauben vielleicht noch was Neues. Ja, aber ich glaube, die waren vorher schon mehr oder weniger. Ah. Die Carbon-Dinger, aber ich mag die tatsächlich gar nicht so. Die passen halt farblich nicht so gut. Nö, dann lasse ich das, glaube ich, mal. Und Dachspoiler. Obwohl die auch ganz witzig aussehen. Ah, da können wir hier auch jetzt die Versetzten nehmen. Und doppelt. Ich glaube, ich nehme mal einen Doppelten. Ich nehme überall einen Doppelten in der Kneipe. Das sieht ja auch cool aus. Gut, das wäre nur das. Achso, warte mal, kriegen wir jetzt hier auch schon neue Folien? Ja, das können wir auch dunkelperlschwarz nehmen. Cool. Alles klar, so, dann noch ein Rennen fahren. Was hast du denn? 5 Rennsiege und 3 Meilensteine, insgesamt 300.000. Na gut, wir haben, wie gesagt, da ja schon ordentlich vorgelegt. Insgesamt 8 Rennen. Nur da haben wir ein bisschen was zu tun. Fangen wir doch mal mit dem Sprint an. So, los. Ich glaube, es ist auch gar nicht so verkehrt, dass ich mich halt erstmal jetzt nur auf einen Wagen konzentriere. Und ja, vielleicht auch auf die Strecke hier. Aber dann die anderen Wagen erst tune, wenn es wirklich nötig ist. Also wenn ich halt dann meinen Mainwagen, also meinen Hauptwagen verlieren sollte. Also butter ich da unnötig Geld rein und könnte es eventuell nachher woanders noch ganz gut gebrauchen. Deswegen ja, warte ich damit einfach mal noch ab und werde es erstmal nur in den Wagen was investieren. Die Strecke gefällt mir aber auch nicht. Ist ein bisschen unübersichtlich, ist wieder enge Kurven. Da mag ich die auf offenen Flächen doch lieber. So, da hinten, es wird aber auch nicht offener hier, habe ich den Eindruck. Und dann sind wir letzter, oder? Ja. Ja gut, ich glaube, die werde ich nochmal fahren müssen, die Strecke hier. Gut, der wenigstens ist hier hinten dann etwas großzügiger. Und da kann ich dann ein bisschen mehr Gas geben, aber der Wagen ist halt, bricht aus wie Sau. Ah ja, hier schon wieder. Da waren wir ja schon bei dieser Plakatwand. Das hat, glaube ich, mich mehr aufgehalten als irgendwie genützt. Und da die Strecke fast zu Ende ist, würde ich sagen, wir versuchen es einfach in der nächsten Folge nochmal. Das da wird nichts mehr werden, außer die bauen jetzt noch irgendeinen Unfall. Nee.
Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin macht's gut und ciao, ciao.